Ich bin gekommen, um Feuer auf die Erde zu werfen und wünsche mir, dass dieses schon brennt, sagt Jesus Christus. Was bedeutet dieser krasse Satz? Ist das vereinbar mit der christlichen Nächstenliebe und ist das etwa eine Vernichtungserklärung? Diese und weitere Fragen werden jetzt geklärt, also bleibt dran. Das große Thema, die große Predigt von Jesus Christus ist das Reich Gottes, seine Gottesherrschaft, die Basileia. Und dieses Reich Gottes hat zwei Aspekte. Zum einen ist es angebrochen mit seiner Person, in seiner Person auf der Erde ist das Reich Gottes angebrochen. Und zum zweiten hat es einen Zukunftsaspekt. Die Vollendung des Reiches Gottes steht noch aus, nämlich letztlich, wenn er sein tausendjähriges Reich aufrichten wird. Seine Predigt über das Reich Gottes war immer in Verbindung mit Mahn- und Gerichtsworte, wie dieser Vers heute, um zum einen die Menschen zur Besinnung und zur Umkehr zu bringen, dass sie sich zu Christus bekehren, um so einzugehen und Eingang zu haben in das Reich Gottes, um so Anteil zu haben am Reich Gottes, aber auch um den Ernst und den Anspruch seiner Gottesherrschaft zu unterstreichen. Nun, was bedeutet das nun? Feuer ist hier natürlich kein physikalisches Feuer, sondern eine Metapher. Diese Metapher bedeutet ganz allgemein die Gegenwart Gottes auf der Erde. Also immer wenn sich Gott direkt geoffenbart hat, stand es in Verbindung mit Feuer. Aber insbesondere bedeutet Feuer die verzehrende Heiligkeit Gottes. Auch das hat Christus auf die Erde gebracht. Die Heiligkeit Gottes war mit Christus auf der Erde gegenwärtig. Und wo er war, war die Heiligkeit Gottes. Und da musste Sünde und Gottlosigkeit weichen und alle antigöttlichen Kräfte, der Tod, die Sünde, Krankheit, Dämonen und vieles mehr, musste weichen, wo Christus war. Zum Zweiten bedeutet das Feuer insbesondere das Gericht Gottes in seiner reinigenden Funktion. Auch Christus bringt Gericht Gottes auf die Erde. Zunächst besteht es darin, dass er die Menschen vor die Entscheidung stellt, zur Entscheidung herausfordert, an ihn zu glauben. Und er sagt, die Menschen, die nicht an mich glauben, sind schon gerichtet, stehen unter dem Gericht Gottes, weil sie nicht glauben. Das ist bis heute so. Aber auch das hat einen Zukunftsaspekt, denn es wird eine endzeitliche Zuspitzung geben, wo Christus wirklich ein globales Gericht über die Welt bringen wird, unmittelbar bevor seine sichtbare Gottesherrschaft aufrichten wird, sein tausendjähriges Reich aufrichten wird. Das bedeutet also, ich bin gekommen, um Feuer auf die Erde zu werfen. Mit ihm ist das Reich Gottes angebrochen und mit ihm ist die Heiligkeit Gottes und das Gericht Gottes auf der Erde offenbart. Nun, der Weg, um das Reich Gottes aufzurichten, geht nicht über die Vernichtung der Welt, sondern über den Tod am Kreuz. Davon spricht die Taufe. Diese Taufe ist ein Bild von seinem Kreuzestod. Christus ist den stellvertretenden Tod gestorben, um so den Menschen heute Heilung, Rettung und das Heil Gottes anzubieten, damit die Menschen so Eingang zu finden in das Reich Gottes. Jesus Christus baut das Reich Gottes auf und seine Grundlage ist der Tod am Kreuz. Nun, das ist der Gedanke hier zu diesem Vers. Ich hoffe, das Video hat dir geholfen, das Thema besser zu verstehen. Falls du aber noch Fragen oder Anmerkungen hast, schreibe diese gerne in die Kommentare. Und wenn du weitere hilfreiche Videos sehen willst, dann abonniere am besten gleich den Kanal und schaue dir jetzt dieses interessante Video an.